Das Spezielle an Wagner, finde ich, ist, dass er seine Stücke so konzipiert, dass sie total jenseits von einer Klassifizierung in eine bestimmte Epoche dass sie quasi museal wirken und in dem Sujet. Wagner versucht ja genau das aufzubrechen, dass er sehr wohl ein gesellschaftliches Bild zeichnet, ein Idealbild und insofern eigentlich immer zeitgenössisch in seiner Wirkung sein kann. Gerade der Parsifal, wo ja auch das Thema explizit behandelt wird, dass man jenseits von Raum und Zeit ist. Also ich habe sehr früh angefangen, Musik zu machen. Mit 7 Jahren habe ich angefangen, Klavier zu spielen und Querflöte. Und bin über Schubert-Lieder eigentlich auch zum klassischen Gesang gekommen. Ich habe daneben ganz viel Popmusik gemacht, selber geschrieben. Aber die klassische Musik hat mich eigentlich immer auch sehr fasziniert und nachdem ich das Abitur abgeschlossen hatte, wollte ich als Geschichts- und Philosophielehrer, Musiklehrer in die Schule gehen und Gott sei Dank hatte ich eine wunderbare Gesangslehrerin, die mich davon abgehalten hat und deshalb stehe ich jetzt hier. Meine wunderbare Gesangslehrerin Lieselotte Hammes hat mir den Weg geebnet, dass ich mich mental und auch stimmlich so für mich auch in gewisser Weise autodidaktisch entwickeln konnte, um große Partien zu meistern. Ich hatte das Glück, dass ich auch mehrere Jahre bei Kurt Moll Unterricht hatte und das war für mich natürlich was ganz Bedeutendes und was ganz Wichtiges, so einen Weltklasse-Sänger hautnah erleben zu dürfen und mit ihm zu arbeiten. Ich habe schon relativ früh angefangen, so mit 27 große Partien zu singen in kleineren Häusern und habe auch schon mit 27 Wolfram gesungen, also auch sehr früh dann schon mit Wagner in Kontakt getreten. Mit 34 habe ich meinen ersten Wotan gesungen und das sind Dinge, die natürlich prägen und also für meine Karriere ganz, ganz wichtig waren. Man hat mich gefragt, ob ich in Karlsruhe den
Ring singen möchte. Und ich war eigentlich noch viel zu jung, aber da ich schon in meiner ersten Gesangsstunde das ganze Repertoire von Wagner dabei hatte und unbedingt auch das alles mit meiner Lehrerin erarbeiten wollte und sie mich aber dann nach Hause schickte, nachdem ich mit dem Fliedermonolog als erstes anfing, und da sagte, das hat noch Zeit, aber ich war eigentlich immer davon überzeugt, dass das, dass zum Beispiel ein Wotan oder ein Holländer, dass das meine Rollen sind und die mir selbst so viel sagen und auch so viel bedeuten, dass ich da eigentlich auch keine Bedenken hatte, dass das adäquat und authentisch wiederzugeben. Das ist das Wunderbare bei Wagner, dass er selbst die Götter so menschlich darstellt, mit all ihren Schwächen und Leiden und Gefühlen und Verzweiflung. Ja, es ist schwer, nicht total verfallen zu sein in solchen Partien. Es ist einfach das Größte, was man singen kann. Ich meine, man muss den Begriff Gesamtkunstwerk einfach nennen, weil es eine neue Form, eine neue Idee der Kunst darstellte, wie sie noch nie vorher in der Musikgeschichte aufgetaucht ist. Und ja, man kann nur all seinen Förderern danken, dass er seine Ideen so umsetzen konnte, wie er das sich vorgestellt hat. Also deshalb stehen wir auch hier. Und ja, es ist zu hoffen, dass es in der Zukunft Künstler, Musiker und Komponisten gibt, die eben diese Idee des Gesamtkunstwerks, das auch übergreifend in eine Gesellschaft wirkt und nachhaltig rezipiert wird und nachhaltig überdacht wird und reflektiert. Das kann man nur hoffen. Ja? Und da ist natürlich Wagner ein wunderbarer Inspirant.